Wenn man jetzt als Dienstleister, Agenturinhaber anfängt, mit jemandem zusammenzuarbeiten und vor allem, wenn es vielleicht der erste Kunde ist oder einer der Anfangskunden und man noch relativ niedrige Preise hat, weil man vielleicht sich noch nicht so sicher ist oder so, wie viel man chargen darf auch. Wie geht man dann mit dem Kunden um, wenn man zum Beispiel mal 1-2 Jahre zusammenarbeitet, man ist eher mehr im Business, man hat auch mehr Kunden und so weiter, um den Preis nochmal neu zu verhandeln und dem Rest, den man jetzt mittlerweile chargt, anzugleichen, ohne dass das dann komisch wird, weil man ja theoretisch dasselbe leistet, nur halt einfach deine Preise sich geändert haben. Ja, und in deiner Frage steht schon dein Glaubenssatz, warum du es nicht hinkriegst, weil du glaubst, dass du heute das Gleiche leistest, was du vor 2 Jahren geleistet hast, als du ihm das Angebot gemacht hast. Und die erste Erkenntnis, die kommen darf, ist, dass du heute signifikant mehr leistest, als das, was du vor 2 Jahren geleistet hast. Gleichzeitig in dir die No-Fucks-Given-Mentality etabliert werden darf, in der du festhältst, dass du keinen Bock hast, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dich und deine Arbeit und deine Entwicklung heute nicht wertschätzen und du dementsprechend auch bereit bist, diesen Kunden gehen zu lassen und die Zusammenarbeit zu beenden, im Falle dessen, dass er das nicht erkennt. Das ist das Erste, was bei dir passieren muss. Das Zweite, was danach passieren muss, ist, dass du hingehst und ihm sagst, hör zu, arbeiten seit 2 Jahren zusammen, mega geil, ich habe von dir immer 1.000 Euro im Monat genommen, jetzt sind aber 2 Jahre vergangen, in dieser Zeit habe ich mich extrem weiterentwickelt. In dieser Zeit habe ich neues Equipment geholt. In dieser Zeit ist das passiert, das passiert, das passiert. Weshalb alle neuen Kunden bei mir mittlerweile 2.500 Euro bezahlen. So. Und ich kann nachvollziehen, dass du vielleicht gleich schockiert sein wirst über das Anliegen, was ich dir hervorbringen möchte. Aber was klar ist, ist, dass ich nicht mehr unter diesem Preis leisten werde. Das bedeutet, damit ich für dich weiterhin Qualität bringen kann und auch die Möglichkeit habe, meine Ressourcen auszubauen, um für dich noch bessere Leistung bringen zu können, muss ich meinen Preis anheben. Ja, das heißt also, wenn du mit mir weiter zusammenarbeiten möchtest, wovon ich ausgehe und dir ja auch klar ist, dass es davor ein absoluter Schnapper war und du richtig Glück hattest, dass wir uns da kennengelernt haben, dass das nach wie vor auch immer noch ein Top-Preis ist für die Leistung, die ich erbringe und das, was hinten raus für dich entsteht und dass wir dementsprechend höchstwahrscheinlich keine Probleme damit haben werden, zu einer Einigung zu kommen. Und wenn er sagt doch, dann sagst du, weißt du was, ich wünsche dir alles Gute, hau rein, behalte deine 1.000 Euro. Vielleicht findest du einen anderen Deppen, der es für dich für so wenig Geld macht. Okay. Geil, danke dir. Ich würde gerne noch einen Anschluss weiter. Ja, gerne.